Ich habe eine Idee. Ich würde gerne mit dir ein interaktives Poster machen. Du hattest das ja vorhin schon erwähnt, dass man das interaktive Poster gut in der Schule verwenden kann, um unterschiedlichste Themen in dieses Poster hineinzupacken. Ich finde es, glaube ich, auch ganz schön, dass man dadurch ein Produkt hat, was man nicht nur seinen Mitschülern zeigen kann, sondern auch seinen Eltern. Und dadurch hat man ja auch ein ganz anderes Gefühl für das, was man erschaffen hat. Ausgezeichnet. Jetzt brauchen wir vielleicht nur noch ein Thema, was du behandeln möchtest. Ja, da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Müll im Meer, finde ich, ist ein Thema, was uns alle angeht. Denn wir wissen, dass tatsächlich in den Weltmeeren unendlich viel Müll ist. Und da muss man auf jeden Fall drüber sprechen. Okay, Müll im Meer, ja, aber Deutschland, was hat das damit zu tun? Wir haben ja hier eine gut funktionierende Müllabfuhr, aber trotzdem gibt es Produkte, die immer noch in der Kanalisation landen, wie zum Beispiel Rückstände von Tensiden oder auch Produkte aus der Kosmetik. Und ich finde, das muss einfach besprochen werden mit Schülerinnen und Schülern. Okay, dann gehen wir es an. Ich stelle mir so vor, dass wir tatsächlich erstmal recherchieren, wie lang ein Produkt braucht, sei es zum Beispiel Müll, den wir sowieso immer wegschmeißen, wie Wegwerfbecher oder Plastiktüten, wie lange dies benötigt, um tatsächlich im Meer sich zu zersetzen. Dann würde ich total gerne, dass das Poster natürlich mit uns spricht, also wie du schon gesagt hast, interaktiv werden, dass wir Klänge aufnehmen und dass wir es natürlich auch programmieren. Da würde ich auf jeden Fall auch wieder auf Scratch zurückgreifen, denn da lassen sich ganz einfach Audiodateien aufzeichnen und das auch ganz einfach umsetzen in die Programmierung. Das ist super. Und dann würde ich total gerne noch natürlich das Poster mit dir zusammen gestalten, dass das auch schön aussieht. Und natürlich müssen wir dann auch das Makey-Makey irgendwie verbinden und den Stromkreis schließen. Das kriegen wir doch hin. Super. Legen wir los, oder was? Ja, gerne. Darf ich vorstellen? Tobi so mein Projekt Müll im Meer. Da ist das gute Stück. Es ist ein bisschen groß geworden, aber wir möchten es natürlich auch schön zeigen. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Sache machen, damit es zum Leben erweckt wird, indem wir das Poster anschließen. Und Tobi, Action. möchtest du gerne mal unser Poster vorführen? Genau, ich würde nur mal ganz kurz was sagen. Wir haben die Erdung hier diesmal mit einer Krokoklemme verbunden, sodass ich jetzt quasi hier auf diese Fläche halten kann. Und dann kann es eigentlich losgehen. Gucken, was die Aludose sagt. Und unsere Milchtüte noch. Die Halbwertszeit von einer Milchtüte beträgt im Meer 3 Monate. So langweilig wie eine Milchtüte halt sein kann.